Warum hat es gerade geblinkt auf der Minimap? Vielleicht weil uns die Polizei gesehen hat und uns geblitzt hat und wir bald einen Brief bekommen wegen zu überhöhter Geschwindigkeit. 5 Kilometer noch, schon über die Hälfte unserer Strecke hinter uns gelegt. Oder hinter uns gebracht oder zurückgelegt, ja, wer weiß, was man da sagen will. Ja, schön immer. Solange wir niemanden rammen, sind wir auch schön schnell. Oh, oh. Ja, das war zum Glück bloß geschliffen. Die Dinger in der Mitte können wir mal umfahren. Das sind tolle Geräusche. Alter, erst geschliffen, dann auch noch gerammt. Ja gut, jetzt... Jetzt ist es eindeutig gerammt. Aber ganz egal. Wo holen wir den Betonmischer? Oh oh. Boah, der rammt uns schon wieder. Wie machen wir? Was ist das jetzt hier? Ne, Moment, ist auch falsch. Spacken, Alter, rammt uns hier einfach. Da besagt. Moment, ich möchte eigentlich wieder auf die Straße. Da fährt man nämlich schneller. So. Brauch kurz ein neues Auto. Das ist natürlich jetzt sehr unpraktisch. Okay, dann fahren wir die Strecke noch einmal. Aber habe ich die Musik gerade richtig gehört? Ist aber nicht gut. Mist. Ja, wird hoffentlich nicht erkannt von diesem tollen YouTube-Erkennungsprogramm. So, wo spawnen wir denn jetzt? Hoffentlich in der Nähe eines Autos. Ja, in der Nähe eines Autos hat sich schon mal erfüllt. Leider habe ich mir kein schnelles Auto gewünscht. Ah. Naja. Ja, jetzt wenigstens sind es bloß noch 700 Meter. Lässt sich noch verkraften. So, wieder irgendwas mit 1000 verloren. Jetzt sind wir wahrscheinlich unter 20.000, oder? Ja. Ja, ist ja schön, hier wieder eine Straße, die zum Auto passt. Letzten 300 Meter. Ja, warum halten die bei sich an? Oh mein Gott. Fahren die... Was spinnt die? Vor hier die Tiere rumfahren. Ich glaube, die spinnt. Direkt zweimal nacheinander. Oder wer weiß, vielleicht sogar noch öfters. Jetzt hat sich natürlich unsere C-Fragezeichen-Mission aufgelöst. Die holen wir uns aber gleich wieder, indem wir kurz eine Runde rumfahren. Und zwar mit dem Traktor. Oh, komm. Oh, 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 oh. Schnell weg hier. Nein. Nein, weg hier, weg hier. Ist gar nicht gut. Wenn wir jetzt schon wieder sterben, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir nochmal einen komischen Weg hier fahren. Das war keine gute Idee, den zu überfahren, habe ich das Gefühl. Mist. Gar keine gute Idee. Habe ich das Gefühl. Das erinnert mich gerade an DLC hier, diese Insel. Was ist das hier? Was passiert mit dem Typ gerade?
Boah, ist ja unglaublich. Oh Gott, oh Gott, das nimmt kein gutes Ende. Ich sehe es schon kommen. Aber wenigstens haben wir mal ein besseres Auto hier. Auch schon mal ganz gut. Also Sirene ausmachen. Entschuldigung für die schreckenhaften Ereignisse hier gerade. Ich sehe gerade, wir hatten glaube ich mal 4 Sterne, jetzt sind es nur noch 3. Herzlichen Glückwunsch. Aber wir haben immer noch einen Heli hinter uns. Was machen die eigentlich hier? Boah. Danke fürs Anschieben. Alter. Ich möchte auch bloß zu meinem C-Fragezeichen, das immer noch nicht da ist. Wegen Polizei und so. Oh oh. Hat der Traktorfahrer gerade auch geschossen? Das wäre aber schon ein bisschen verrückt. Naja. So. Dann zum dritten Mal jetzt. Aber zum zweiten Mal von dem Krankenhaus hier. Hoffentlich gibt es wieder Autos. Ja. So, jetzt sind wir schon im 18.000er Bereich. Mit dem Geld. Und jetzt direkt zum C-Fragezeichen, ohne irgendwas. Jetzt haben wir schon wieder. Jetzt gehen wir hier runter. Hier entlang. Und hier dann am Strand entlang fahren. Ich würde es hoffen, die Polizei nicht mehr sehen. Hoffentlich. Was ist denn das hier? Aha. Sieht ja sehr gut aus für einen Strand hier, ne? Erstmal mit dem Quad rumfahren. Und die tollen Spuren hier hinterlassen. Oh, oh, Schanze. Noch größere Schanze. Ja, die Schanze war sogar schon zu groß. Jetzt sind wir auf dem Hügel hier. Moment mal, ich habe kurz mal einen Plan. Bevor wir zum C-Fragezeichen gehen. Machen wir noch ganz kurz was. Und zwar genau das hier. So, komm schon. Oh mein Gott. Okay. Gott, was. Wir haben es nicht überlebt, diesen Sprung. Sieht ein bisschen unpraktisch, aber... Fahren wir die 750 Meter halt nochmal. Zum vierten Mal. So, nochmal von hier aus. Diesmal stehen ja schon geländetüchtigere Wagen zur Verfügung. Wir nehmen aber auch trotzdem den hier.
Mit der wahrscheinlich schneller ist. So, jetzt direkt zum C-Fragezeichen. Was uns dieses Mal hoffentlich auch gelingt. Ja, es war gerade eine ganz kurze Strecke auf zwei Rädern. Sehr schön, erstmal huben. Oh ja, hat er gesagt. So, da links steht unsere Kontaktperson. Das wird wahrscheinlich der hier sein. Ich glaube, mit dem waren wir schon mal, oder? There you are, Trevor. Ah, but ain't my favorite marksman, huh? How are you, Cletus? Fine and dandy, sir. You ready to hunt some elk? Beat satellite dishes. Lead the way. Oh, here you go. Now, put this in your mouth. A bad day hunting still beats a good day working, my pa always used to say. Folge Cletus. Erstmal wieder snipen. What is this thing in my mouth? And why do I have the feeling I'm not the first person to use it? I'll explain that in a while. Let's start with the basics for now. Elk senses are razor sharp. If they see you or hear you, you'll spook them, and they'll bolt. You gotta move slowly and quietly and keep that aside. But an elk's nose is as big as defense. When you're tracking elk, you always need to watch the wind direction. If you don't stay downwind of them, they'll pick up your scent and be gone before you can say boo, especially with that distinctive, musk of yours. I'm calling pot and kettle on that, my friend. All right, this is a prime area right here. You feeling ready, Trevor? Raring to go. Okay, let's see if we can bag ourselves some elk. I saw a young bull using a down tree to scratch his antlers on not 10 minutes ago. Follow me. I'll keep us downwind so we don't spook him. 5 Meilen pro Stunde. Wind entgegengesetzt. Was soll ich denn tippen? Boah. Bist ich ja noch hier irgendwie hier. Further in. Close. I ain't seen much else or nothing else out here. But we're gonna have to see if we can coax one into the open. That's where that mit der Schrotflinte rum, der Typ. Falls es mal nicht klappt, schießt er nochmal drauf, oder was? That's a diaphragm. Mm-hmm. An elk whistle to you and me. Alright, give it a good blow. See if we can get any nearby elk to holler back. Ja, das ist eine Hirschpfeife. Someone strangling a clarinet player, and I talk from experience. Shh, listen. Okay, you hear that? He's over there. You're downwind, so he's yours to lose, Trevor. Go get him. You got him. Pull the trigger. Body shots ain't the cleanest, but a kill's a kill. Okay, follow me. We'll move a little further in. Wie nicht der sauberste? Soll ich dir mal einen sauberen Schuss hier? Remember, if it's a pair, we're only here for the male. No does. That's my rule. So if you see one with no antlers, leave it be. Blow your whistle again. See if you can get a beat on him. Boah, voll genial. Okay, this is good. Same as before, nice and steady. Aha, nur auf die männlichen schießen, die mit dem Geweih. Shot, you're getting good at this now.